Grüezi, Servus und Hallo, Swiss hier. Ich bin heute mal so ein bisschen die tieferen Stufen gefahren und habe dann unter anderem auch die Arkansas mal rausgebuddelt. Ich fahre ja sonst eher seltener Schlachtschiffe, aber habe ich einfach mal gemacht. Die Arkansas haben wir wie folgt ausgebaut: Sekundärbatterie Mod 2, Steuergetriebe Mod 2. Zielerfassungssystem, gut, da hatten wir ja keine andere Wahl. Und Artillerie-Plotterraum Mod 2. Jetzt, wo ich sehe, müsste ich eigentlich eine Hauptbatterie-Mod 3 einbauen, weil, ja, wird eigentlich noch Sinn machen, 12% weniger Ladezeit, aber dann drehen die Türme wieder langsamer. Nee, wir lassen es mal so, wie es ist. Also, lassen wir jetzt sowieso. Und gesteuert wird das feine Stück vom Herrn William Sims. Der wird begleitet von den Herrschaften Cunningham und Madden. Hat als Basisfähigkeit langlebig. Dann haben wir flambierter Kanonier, rotierender Bohrer, Treffsicherheit, Streckenrekord XXL und Wille zum Wiederaufbau. So, was mir viel zu spät eingefallen ist, ist, dass das gute Stück einen großen Mangel hat, nämlich wir haben keine Luftabwehr. Aber gar keine. Also da steht nicht mehr irgendeiner, der Konfetti in die Luft wirft. Nix. Wir können uns gegen alles Mögliche rund um uns wehren, nur nicht gegen Luftangriffe. Ist mir ein bisschen spät eingefallen. Aber es war eine hübsche kleine intime Runde. Und es kam, wie es kommen musste. Und wie das Ganze abgelaufen ist, das gucken wir uns jetzt an. Bis gleich. So, da sind wir also im Gefecht. Und ich war halt sowieso ein bisschen in den unteren Stufen unterwegs und weil ich mir gedacht habe, jo, machen wir mal wieder ein bisschen was für Einsteiger. So ein bisschen erklären, was man am besten macht oder was man am besten lässt. Und meine Wahl fiel dann auf die Arkansas, einfach so, weil ich sie eigentlich noch ganz, ganz proper finde. Vorausgesetzt, im gegnerischen Team ist kein Flugzeugträger. Denn, wie erwähnt, sie hat keine Luftabwehr. Wir spielen 4 gegen 4 und haben im gegnerischen Team eine Jubari, eine Kotowski, eine Furutake und eine Komsomolez. Letztere sind Flugzeugträger. Neu im Sortiment bei World of Warship Legends. Also, das ist schon mal so ein bisschen die Popokarte für mich. Denn keine Luftabwehr. Nur gut. Können wir nicht ändern. Machen wir das Beste draus. Dafür haben wir im gegnerischen Team dafür nur Kreuzer. Ist auch schön. So, dann gucken wir mal. Flugzeugträger, hilfst du mal ein bisschen? Er sagt, jo, aber was auch sehr schön ist, und das würde ich in solchen Situationen 4 gegen 4 auch wirklich empfehlen, das Team rückt zusammen. Also alle entschlossen sich zu mir zu kommen. Das heißt, die beiden Kreuzer ziehen in meine Richtung plus der Flugzeugträger. Und das ist sehr sinnvoll. Genau. Denn man kann unter Umständen Überzahl schaffen und den Gegner ein bisschen überrumpeln. Der Flugzeugträger macht das sensationell, fährt vor, macht Licht. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns. Wer zuerst sieht, schießt zuerst. Und ich mache mich schon mal breit, bereit. Weil ich mir denke, könnte ja sein, dass irgendwas Leckeres auf dem Buffet auftaucht. Und warte. Einmal Furutaka und rechts ist die Kotowski. Schön. Für die Kotowski bin ich ein bisschen spät. Eigentlich schnell genug reagiert. Okay. Furutaka ist hinter diesem Ding da. Nur konnte ich relativ schlecht abschätzen, wie sie fährt, wo sie fährt, aber hab mir gedacht, komm, ich probiere es trotzdem mal. Probieren wir mal beim Hügel zu schießen. Vielleicht. Ne? Vielleicht. Da habe ich vermutlich ein bisschen tief vorgehalten oder ein bisschen tief gezielt. Aber das, was rüber geht, macht doch 7.500. Aber jetzt kommt der Haken, ne? Diese 29 und Sekunden Reload ist natürlich ganz heftig. Aber können wir nicht ändern. Reload ist Reload, ne? Solange brauchen wir halt, bis wir die dicken Murmel wieder in der Rohre haben. Und sie wäre so schön breit. Also, so dürft ihr mit einem leichten Kreuzer im Wissen, da ist ein Schlachtschiff, bloß nicht reinfahren, weil nur weil ich jetzt gerade nicht schießen kann, der nächste kann's. Und das können vernichtende Schläge sein. Also wenn ihr in der Distanz unter 10 Kilometern so gegenüber einem großen Schlachtschiff fahrt, breit, mit ein bisschen angeschlagener Gesundheit, sind das meistens vernichtende Schläge. Wenn derjenige im Schlachtschiff weiß, wo er hinzielen muss, war es das.
Da sehen wir es wieder und wieder kommt sie breit vor. Das ist nicht gesund. Und wo ich fertig bin, lenkt sie ein. Genau so viel, dass sie ein bisschen anwinkelt. Ja, und RNG sagt, nö. Okay, müssen wir mitnehmen. Also in die Bremse latschen, wenn ihr hinterm Berg seid mit eurem Kreuzer und bloß nicht da breit stehen. Und wenn ihr schon merkt, oh, ich stehe breit, dann bleibt ihr nicht stehen. Dann fahrt weiter und lenkt, macht irgendwas, aber nicht stehen bleiben. Das ist dann meistens das Ende vom Lied. So, ich denke mir, okay, ich guck mal zu Kotowski. Die ist wieder hinterm Berg. See, ui, jetzt fahren wir aber auf eine Insel zu, das wollen wir nicht. Und lenk schon mal ein nach links, weil mein Frauchen braucht ja einen Moment, bis es mal die Hüfte rumkriegt. Und in dem Moment sehe ich, hinten kommt der Flugzeugträger, ne? Und wirft zwei Torpedos ins Wasser. Glück für mich, haben wir schon gestern eingelenkt. Dann kommen wir heute am Torpedo durch. Das ist aber Glück. Und hatte nicht auf dem Schirm, dass da ein Flieger oder zwei abgeschossen wurden. Da habe ich mir gedacht, ja gut, zwei Torpedos für eine Flugzeugstaffel ist doch eigentlich, ich glaube, zwei oder drei Torpedos doch normal, oder? Genau. So. Dann sehe ich die Yubari. Und die Yubari macht das gleiche wie die Furutaka. Das ist deadly. Ja? Das ist deadly. Und es ist nur RNG zu verdanken, dass da nicht mehr passiert wie das. Und jetzt wird's spannend. Jetzt bemerkt sie ihren Fehler und lenkt zu mir. Das ist gut. Dann kommt unser Flugzeugträger und sagt sich, coole Idee, kann ich meine Torpedos werfen. Breit trifft sich besser. Jetzt macht sie das nächste richtig und lenkt in die Torpedos rein, damit sie sich nicht einfängt. Bis dahin alles richtig gemacht. Jetzt kommt der verheerende Fehler. Jetzt bleibt sie schon wieder breit und ich habe mich ja nicht in Luft aufgelöst. Ich bin noch da. Und Mäuse, wenn ihr sowas macht. Genau. Gute Nacht. Ne? Dann war's das. So. Der russische Flugzeugträger zeigt mir seine Tiefenwärmebehandlung. Auch schön. Ich kann nicht ausweichen, ich kann mich nicht wehren. Ich muss ihn ertragen. Was will ich denn machen? Ja, das ist halt einfach so in dem Schiffchen. Und guck so einmal um mich rum, wo sind denn nicht meine Mitstreiter? Einer hat schon das Spiel beendet oder beziehungsweise wurde rausgenommen. Okay. Aber wie will man denn jetzt bitte seinem Kollegen mitteilen, hör mal, ich brauche deine Hilfe, weil ich keine Luftabwehr habe. Das geht ja nicht. Ja, und da kommt er schon wieder mit seinen Brandbomben. Gut. Dann habe ich mir gedacht, gut, die Kotowski könnten ein interessantes Ziel sein. Und in dem Moment ist sie weg. Okay. Bleibt also noch der Flugzeugträger. Haben wir also als Team bis dahin super gelöst. Jetzt muss ich nur bis zu dem Kerle kommen, ne? Und nochmal. Guckt mal, sobald man lenkt, ist man im Prinzip auf. Aber das ist ja. Das sind E-Trottinett. Das sind diese Roller mit der Batterie im Lenker. Und wieder wird's warm. Hervorragend. 9000 Trefferpunkte. Heilige Maria, Mutter Gottes. Lustig ist anders, hä? Ist ja Hölle, was die raushauen. Na gut. Wissen, was uns in Kreuzern erwartet, aber da kann ich mich wenigstens wehren. So, also wir suchen weiter den russischen Flugzeugträger. Ich probiere jetzt unterdessen weniger zu lenken, damit ich zumindest ansatzweise ein schwereres Ziel bin. So, jetzt komme ich mit dem Komrad wieder nicht klar. Nee, werden wir nicht. Ich wollte was ganz anderes sagen. So, jetzt kommt die Torpedostaffel. Ich habe immer noch zwei Torpedos im Kopf und denke mir, ja, komm, 17.000 Trefferpunkte, zwei Torpedos, kein Problem, schlucken wir. Weil ausweichen kann ich den Dingern ja sowieso nicht. So, also lenkt ein bisschen ein, weil in die Richtung da vorne rechts von uns ist ja der Flugzeugträger. Und jawohl, da geht er auf. Oh, er ist sogar in Reichweite. Dann denke ich mir, vielleicht komme ich mit den Frontgeschützen da irgendwie durch die Botanik durch. Das System sagt, jo, also Schuss raus. Ja, was heißt hier zwei Torpedos? Da kommen vier. Jawohl! Über 2.500 pro Torpedo. Ja, da war von meinen 17 noch 6 übrig. Ja, sehr schön. Das heißt, der nächste Anflug war es dann für mich. Na, das macht doch Mut. Also egal mit was er jetzt kommt, mit Brandbomben oder mit Torpedos. Wenn er mich trifft, bin ich raus. Sehr schön. Das ist auch meine Ausgangslage, mit der kann man arbeiten. Also, und er kommt mit Brandbomben. Ja, war ja klar, die haben ja über 9.000 Schaden gemacht.
Nun gut, mein Leben reinknallen, vielleicht schaffe ich es. Ne, ich schaffe es nicht über 9000. Aber vielleicht habe ich ja. Ne, er kommt breit. Und wie gesagt, kleine Fehler bestraft der liebe Gott. In diesem Fall ist es die amerikanische AP. So, das war es auch schon fürs Video. Oder zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like, einen netten Kommentar oder ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss.